Danke. Ja, also vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, heute hier zu sprechen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich tatsächlich den ersten Vortrag einer Konferenz halten darf. Mal schauen, ob ich diese Gelegenheit nochmal bekomme, wenn ich heute fertig bin beim Vortrag. Ja, der Vortragstitel entspricht ja eigentlich gar nicht so richtig der Stimmung in der Foskis-Szene, sage ich mal. Im Grunde genommen geht es ja heutzutage Open Source und Foskis besser denn je. Ja, wir haben also wirklich eine echte Boom-Phase momentan. Und da ist die Frage, was will der denn jetzt eigentlich von uns mit so einem problematisierenden Titel? Aber meine persönliche Erfahrung ist eben, wenn man Fehlentwicklungen erstmal wirklich spürt, wenn man sieht, dass sie da sind, ist es ja eigentlich immer schon zu spät, nicht? Und dann rennt man den Entwicklungen hinterher oder wird von ihnen getrieben und dann wird das alles sehr teuer und sehr problematisch. Deshalb lieber jetzt, wo wir sozusagen eine Position der Selbstsicherheit haben, vielleicht mal kurz innehalten und nachdenken, ob denn wirklich alles so läuft, wie es laufen sollte. Was ich im Folgenden vortragen werde, sind sehr subjektive Ansichten. Ich werde vieles argumentativ nur untermauern können, nicht wirklich mit harten Fakten. Aber ich habe natürlich meine Fallbeispiele und meine Episoden aus den 15 Jahren, in denen ich jetzt in der Open-Source-GIS-Szene aktiv bin. Momentan übrigens im Projekt GVSIG.CE. Ruth Schönbucher wird hier heute auf dieser Konferenz dazu auch noch einen Vortrag halten. Okay, also mein Vortrag behandelt im Großen und Ganzen das Problemfeld Kommerzialisierung. Ja? Und da habe ich drei sozusagen Leitaspekte hier. Der Pragmatismus versus Prinzipien, die kurzfristigen Vorteile versus die langfristigen Nachteile und das soziale Kapital und die Hierarchisierung in der Open-Source-Szene. Was ich gleich dazu vorwegschicken möchte, ich möchte ja nicht irgendwie als Moralprediger auftreten und schon gar nicht gegen ökonomisches Denken oder gegen Kommerzialisierung bei Foskis sprechen. Ich glaube, dafür bin ich einfach auch schon ein bisschen zu alt. Ja. Sondern es geht mir gerade darum, zu zeigen, wie wir diese ganzen positiven ökonomischen Entwicklungen, die wir im Moment so genießen können, auch in Zukunft wahren können. Ja? Und als Einstieg zeige ich hier mal eine Debatte zwischen zwei wirklichen Größen aus der Open-Source- beziehungsweise Free-and-Open-Source-Szene. Zum einen Eric S. Raymond und zum anderen Richard M. Stallman. Stallman durfte ich zur Studentenzeit nochmal selbst erleben. Der Mann ist wirklich, ich würde mal sagen, der einzige wirklich signifikante Moralphilosoph des Digitalzeitalters. Ja? Von Eric S. Raymond kennen sicherlich auch viele The Cathedral and the Bazaar, die berühmte Publikation, die zum ersten Mal so wirklich beschrieben hat, wie Open-Source eigentlich wirklich funktioniert. Also, worum es mir geht, wir sprechen immer über Open Source, Open Source GIS, aber da steckt ja auch noch ein F drin. Ja? Und das vergisst man sehr häufig. Das F steht natürlich für Freiheit. Ja? Und sehr bezeichnend finde ich hier diese Debatte, die ist von der Mailingliste zu einem sehr, sehr wichtigen Projekt, dem Schlüsselprojekt überhaupt, der GNU Compiler Collection. Ja? Das ist also die Software, die den Quellcode übersetzt und uns überhaupt ermöglicht, ausführbare Programme aus C oder Fortran oder was auch immer Code zu erzeugen. Viel wichtiger als zum Beispiel der Linux-Kernel, ja, für Open-Source-Software und Open-Source-Betriebssysteme. Und das ist, was Eric S. Raymond im Prinzip sagt. Er sagt im Prinzip, wir haben diesen GNU-Compiler und wir haben dieses LLVM. LLVM ist ebenfalls ein Compiler, der im Moment sehr schnelle Fortschritte macht und der praktisch in direkter Konkurrenz steht zur GNU-Compiler-Collection, der aber in seiner Politik ausdrücklich sozusagen das proprietäre Hersteller, wie zum Beispiel Nvidia oder Apple, ermuntert, Plugins zu schreiben, die dann irgendwie da rangestöpselt werden an diese Open-Source-Software und die Performance verbessern sollen. Und hier hat sich nun diese Debatte entfaltet. Raymond sagt, das ist eine gute Idee, die bauen sehr dynamische, leistungsfähige Software, die werden bald besser sein als der GNU-Compiler. Und Stallman hält dem entgegen, ja, das kann ja sein, aber der Weg, auf dem das erreicht wird, ist ein sehr unguter Weg, weil wir dabei über unsere Prinzipien über Bord werfen. Wir kriegen vielleicht besseren, in Anführungszeichen, Code, aber wir vergessen unsere Prinzipien, verlieren die aus den Augen. Und das ist in der Tat eine sehr wichtige Debatte, die sich uns eigentlich auch genauso stellt im Bereich Open Source. Wir sind ja auch im Bereich Open Source GIS von, ja, man sieht ja, also es gibt hier sozusagen eine klare Trennlinie zwischen beiden. Das lässt sich auch nicht so einfach miteinander vereinen, das in Einklang bringen, diese beiden Standpunkte. Das ist eben der Punkt dabei. Ja. Wir haben ja, eine Sekunde, ja, da ist es schon, in der Open-Source-GIS-Umgebung eben auch genau dieses Problem oder die Situation, dass wir ja Open-Source-Software verwenden, aber in einem Umfeld, das vollsteckt mit nicht offener Software, mit proprietären Komponenten, ja? Treiber für bestimmte Geodatenformate, bestimmte Datenbanken, die da im Hintergrund laufen, Entwicklungsumgebungen, Laufzeitumgebungen und so weiter und so fort, bis zum Betriebssystem und dem BIOS, mit dem der Computer startet.
Jetzt ist die Frage, wo wollen wir die Grenze da ziehen? Wo akzeptieren, oh je, dieser PDF-Betrachter ist ein bisschen, wo akzeptieren wir die Grenze, unterhalb welcher Grenze sagen wir, das ist okay, das toleriere ich, dass ich da keine Freiheit weiter genieße, dass mir da proprietäre Software sozusagen untergeschoben wird oder zur Verfügung steht, wie auch immer man das nennen möchte. Und das interessiert mich nicht, was da läuft. Also der Pragmatiker würde sagen, ja, ich will mein Open Source GIS, aber der ganze Rest, das kann von mir aus proprietär sein, muss nicht Open Source sein. Ja. Dann haben wir sozusagen den Idealisten. Ja, ungefähr da würde ich mich verorten. Der würde sagen, naja, also aber diese proprietären Compiler und Laufzeitumgebungen mit ihren komischen Lizenzbedingungen und so weiter und so fort, das schränkt mich zu sehr ein. Das möchte ich eigentlich auch nicht akzeptieren. Ja. Und schlussendlich, das wäre jetzt sozusagen hier der Richard Stallman, die dann sagen, im Grunde genommen geht es schon da los, wo der Computer startet, wenn ich da keine Kontrolle drüber habe, dann ist mir das schon zu viel. Und ehrlich gesagt, seit es dieses UEFI-BIOS gibt, tendiere ich auch sehr in diese Richtung. Ja. Okay. Aber was wichtig ist, es gibt keinen Gegensatz quelloffen versus kommerziell. Es wird ja oft gesagt, Open-Source-Software, kommerzielle Software. Diesen Gegensatz gibt es nicht in der Realität. Wir verdienen mit Open-Source unser Geld. Es ist eine kommerzielle Beschäftigung, Open-Source-Software zu schreiben und dafür bezahlt zu werden oder Leute auf Open-Source-GIS zu schulen und dafür bezahlt zu werden. Das ist alles Kommerz. Das ist also kein Gegensatz. Ja? Der wirkliche Gegensatz ist quelloffen versus proprietär. Das heißt, proprietär, also irgendjemand besitzt das im wahrsten Sinne des Wortes und gibt es sozusagen nicht raus. Er lässt es einen zwar benutzen, aber er lässt einen nicht reingucken, was da wirklich passiert in der Software, also kein Quellcode. Gleichzeitig wächst der Markt für Geoinformatik rasant. Das ist auch völlig klar. Ja, unsere Welt ist eine sehr begrenzte Welt. Die Weltbevölkerung wächst. Jeder muss immer stärker ressourcenräumlich planen, immer besser ressourcenräumlich verwalten. GIS boomt, Geoinformatik, Geoinformation boomt. Und das wird auch noch lange, lange so bleiben. Es bestehen also sehr starke Anreize, auch die Kommerzialisierung auch im FOSGIS-Bereich immer weiter zu treiben. Und die Frage, die sich nun stellt, ich denke, das ist eigentlich die Schlüsselfrage, heute in unserer derzeitigen Situation, wie weit können wir FOSGIS und proprietäre Modelle und Technologien erweitern, ohne unsere besonderen eigenen Stärken dabei irgendwann zu unterminieren? Da muss man also erstmal wissen, was sind die spezifischen Stärken von FOSGIS? Da gibt es sicherlich sehr viele, da gibt es soziale Aspekte, ökonomische Aspekte. Was ich hier ansprechen will, sind vier Stärken, die immer an uns im Projekt GVSIG.CE von den Leuten, die uns unterstützen, die uns Geld geben, die unsere Investoren sind, so erwähnt worden sind im Laufe der Jahre. Und das ist natürlich einerseits die große Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit und Diversität. Es gibt also für jeden Zweck irgendwie eine Lösung. Wenn es sie nicht gibt, dann kann man sie eine bauen. Die Innovationsfähigkeit, nicht? Die Kosteneffizienz durch Synergien, man muss nie von Null anfangen, man kann immer was nutzen, was schon da ist, darauf aufbauen. Das ist enorm kosteneffizient. Und die Transparenz und Nachhaltigkeit dabei. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Geoprozessierungsmodul schreibe oder so für einen Kunden und sage dann, und das fließt jetzt ins Projekt, was weiß ich, GrassGIS ein oder SagaGIS oder GVSIG.CE, wird es dort weiter gepflegt. Ihr müsst da nicht ständig neu investieren, um die Software lauffähig zu halten. Das ist also auch ein starkes Argument. Diese Stärken wollen wir uns bewahren. Ja? Und jetzt schauen wir mal, ob diese Stärken durch die Verwendung von proprietären Komponenten gefördert oder eher bedroht werden. Ich zeige es einfach mal so, wie ich sehe. Das ist meine persönliche Ansicht. Ja? Es gibt eigentlich nur einen Punkt, der davon profitiert. Alle anderen Punkte betrachte ich hier eher als Bedrohung für unsere Stärken. Ich werde im Folgenden jetzt versuchen auszuformulieren, warum ich dieser Meinung bin. Also was für Möglichkeiten haben wir überhaupt, um proprietäre Technologien in freie und Open-Source-Software einzubinden? Es gibt die Möglichkeit der Anbindung von FOSS an proprietäre Anwendungen. Es gab zum Beispiel mal die Möglichkeit, Sextante in ArcGIS zu verwenden. Das wäre so ein Beispiel. Ja. Wir können proprietären Code aus FOSGIS heraus benutzen, zum Beispiel Treiber für das ECW-Format, Oracle Spatial Datenbanken und so weiter. Oder wir können selbst Open-Source-Code schreiben, um proprietäre Formate und Protokolle zu nutzen. Shapefiles sind zum Beispiel, was jeder kennt, aber auch etwas komplexere Sachen wie ArcSDI oder ArcMS. Meine Behauptung ist jetzt, dass keine dieser Möglichkeiten für FOSGIS langfristig wirklich nützlich ist. Aber alle bergen das Risiko, echten Schaden anzurichten. Das ist ja eine recht klare Behauptung, sage ich mal. Ja. Hier schließt sich also der Kreis sozusagen zur Debatte zwischen Raymond und Stallman, die ich vorhin erwähnt hatte. Und ich werde jetzt mal versuchen, im Folgenden zu belegen, warum ich dieser Meinung bin. Ich gehe jetzt einfach mal Punkt für Punkt diese drei Möglichkeiten durch und zeige, wo ich die Vor- und Nachteile sehe für uns.
Also die Anbindung von FOSS an proprietäre Anwendungen. Der kurzfristige Nutzen ist relativ klar. Wir bringen unsere eigenen Komponenten rein in bestimmte Märkte, Anwendungsfelder und steigern die eigene Bekanntheit. Das funktioniert kurzfristig auch. Ja. Den langfristigen Nutzen sehe ich eigentlich nicht, wie wir davon profitieren würden. Kurzfristiger Schaden für FOSS-GIS ist nicht so hoch, höchstens Ressourcenverschwendung. Denn ich könnte dieselbe Zeit und denselben Aufwand ja auch treiben, um für FOSS-GIS zu entwickeln, statt für Software, mit der andere Leute ihr Geld verdienen. Ja? Aber der langfristige Schaden, der ist eigentlich viel wichtiger, denn es bewirkt eine Zementierung der Marktanteile. Wenn jemand jetzt seine proprietäre Software weiter verwenden kann, mit den ganzen Open-Source-Komponenten dazu, dann hat er vielleicht gar keinen Anreiz, sich mal zu überlegen, ob er wechseln möchte. Und langfristig kann auch ein Totalverlust von Investitionen, das ist auch schon mehrmals geschehen, wer sich heute zum Beispiel die sextante Erweiterung für ArcGIS runterlädt und mal versucht, die mit der aktuellen Version zum Laufen zu bringen, wird in die Röhre schauen. Hersteller proprietärer Software wechseln, ändern rücksprachefrei und für uns anscheinend völlig willkürlich für Außenstehende ihre Schnittstellen, ihre APIs etc. etc. Und jedes Mal gehen die Investitionen einfach verloren, ohne dass man irgendwas dagegen tun könnte. Ja, ich sage nur Avenue. Das bereitet den Leuten bis heute Bauchschmerzen. Da sind Hunderte von Millionen vernichtet worden. Einbindung von proprietären Codes in FOSS-GIS. Ja. Der kurzfristige Nutzen ist relativ klar, Steigerung der Funktionalität. Da habe ich einen schönen ECW-Treiber oder Mr. Sid von Lizardtech. Toll, da kann ich deren Rasterformate lesen. Ist relativ selbsterklärend, glaube ich. Der langfristige, es gibt auch einen gewissen langfristigen Nutzen. Wir etablieren nämlich offene Alternativen. Ja. Die Leute wissen dann, auch ich könnte auch diese offene Alternative benutzen, um mit diesem Datenformat umzugehen. Das funktioniert schon auch. Ja. Wir kommen da in neue Anwendungsfelder rein mit. Kurzfristigen Schaden kann ich eigentlich nicht erkennen, allerdings jede Menge langfristigen. Ja. Auch hier zementieren wir wieder proprietäre Formate. Wir helfen Leuten, die ihre technologisch gesehen völlig überflüssigen Dateiformate und Protokolle in den Markt gebracht haben und helfen denen, ihre Vormachtstellung zu halten. Wir gehen jede Menge faule Kompromisse ein in unserer eigenen Software. Man schaue sich nochmal OSGeo for Windows an. Die Leute müssen sich ja verbiegen um diese absurden Lizenzbedingungen, die diese ganzen Laufzeit, also ich bewundere die Leute ja, dass die so in der Lage sind, von OSGeo for Windows mit diesen ganzen Lizenzbedingungen noch umzugehen und immer noch ein Paket zu schnüren, was man irgendwie unter Windows installieren kann. Ich hätte längst die Flinte ins Korn geworfen. Ja. Und wir erreichen eine Funktionalität in Abhängigkeit vom Betriebssystem. Das meiste Zeug gibt es halt nur für Windows. Das wäre für mich schon der Punkt, wo ich sagen würde, naja. Hier ist mal ein Auszug aus den Lizenzbedingungen von IRDAS, den neuen, zum ECW-Toolkit. Das muss man sich jetzt wirklich mal aufhören. Das ist nur einer von mehreren Lizenzbedingungen, die uns echte Probleme bereiten momentan, aber das ist wirklich die übelste. Denn das ist das erste Beispiel für mich, wo eine Firma versucht, richtig reinzuregieren von außen in meine Software. Und zu bestimmen, wie ich meine Software zu gestalten habe. Und das Problem dabei ist, wozu soll ich diesen Aufwand eingehen? Diese Herstellerformate bringen mir technologisch nichts, was ich nicht auch mit offenen Formaten erreichen könnte. Die haben keine Vorteile und keine technologischen. Und da muss ich mir natürlich überlegen, will ich mich verbiegen um solchen Bedingungen? Und zumindest im GVSIG-CE-Projekt haben wir hier an dieser Stelle die Entscheidung getroffen, das machen wir jetzt nicht mehr mit. ECW ist rausgeflogen in unserer aktuellen Version. So, jetzt die dritte Schnittstelle. Open Source Code für proprietäre Formate. Der kurzfristige Nutzen ist relativ klar, glaube ich. Auch hier wieder Öffnung von neuen Anwendungsfeldern. Der langfristige Nutzen. Oh, ja. Der kurzfristige Schaden, naja, wir investieren in redundante Technologien. Wie gesagt, technologisch bringen uns diese proprietären Formate ja nichts. Der langfristige Schaden auch wieder sehr ähnlich wie im Zeitenfall, Zementierung proprietärer Formate. Aber das Schlimmste ist eigentlich die Enttäuschung von Erwartungen der Anwender. Wir haben das im GVSIG-CE-Format mehrmals zu spüren bekommen, im Projekt mehrmals zu spüren bekommen. Wir hatten zum Beispiel solche Sachen wie Oracle Spatial Treiber. Und dann hat man eben Leute, die sehen das, die sind da sehr enthusiastisch, die investieren da. Und dann mit der nächsten Version von Oracle Spatial ist es schon wieder vorbei, weil irgendwie die Treiber veraltet sind, weil wir nicht den Aufwand treiben können, da ständig nachzuziehen. Dann gibt es Frustrationen bei denen, Enttäuschungen und die Investitionen verfallen. Ich finde, da sollte man lieber so ehrlich sein und sagen, diese Versionszyklen von großen Herstellern können wir sowieso nicht, denen können wir sowieso nicht hinterherrennen langfristig. Dann lassen wir es vielleicht doch lieber sein. Ja. Ich habe jetzt gesehen, das QGIS-Projekt hat einen Oracle Spatial Treiber, also ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich finde das schön zu sehen, dass ein Open-Source-Projekt in der Lage ist, die Ressourcen aufzubringen, da langfristig dieses Versionsrennen mitzumachen. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Okay,
Also, summa summarum, ich sehe mehr langfristige Nachteile als kurzfristige Vorteile, aber, und das ist eben das Dilemma, ja, ich will ja auch nicht behaupten, ich hätte jetzt hier sozusagen den großen Plan, wie wir das jetzt ändern, denn die kurzfristigen Vorteile sind eben zum großen Teil dafür verantwortlich, dass Foskis heute so erfolgreich sind. Das ist eben der Punkt. Dadurch, dass wir es geschafft haben, über die Unterstützung proprietärer Formate und so weiter in diese ganzen Anwendungsfelder einzudringen, sind wir attraktiv geworden für Investoren. Das hat wiederum dazu geführt, dass unsere Software besser und umfangreicher geworden ist, was uns wieder attraktiver macht, etc., etc. Also der Punkt ist, und das ist eben das Heikle an der Geschichte, jedes Projekt muss im Prinzip für sich diesen idealen Punkt finden, wo der Nutzen anfängt, rapide abzunehmen von diesen proprietären Technologien und der Schaden zu groß wird. Und das ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Im GVSIG-CE-Projekt sind wir jetzt so ziemlich an dem Punkt, wo wir damit jetzt anfangen können. Ob das zum Beispiel für QGIS jetzt auch die richtige Entscheidung wäre, ECW und Mr. Sid und so weiter fallen zu lassen, ist eine ganz andere Frage. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns irgendwann, denke ich, alle in diese Richtung bewegen. So, und jetzt zum Abschluss möchte ich noch einen Aspekt betrachten, der bei FOSS eben immer eine ganz wichtige Rolle spielt. Man kann Technologie allgemein und FOSS schon gar nicht verstehen und betrachten und auch nicht den Markt, der sich darum entwickelt hat, ohne immer die Sozialstrukturen dabei auch im Auge zu behalten. Ich glaube, dass alle unsere besonderen technologischen und ökonomischen Stärken eigentlich das Resultat unserer besonders starken Sozialstrukturen sind. Dazu gehören eben flache Hierarchien, niedrige Einstiegshürden, die direkte Vernetzung und Kollaboration und die gemeinsame Teilhabe und Wertschöpfung. Das sind wirkliche Schlüsselfaktoren, die wir auf keinen Fall einfach leichtsinnig aufgeben sollten. Ja, unser Bruttosozialprodukt ist praktisch Quellcode und wir haben ein Modell, das ein ganz besonders hohes Bruttosozialprodukt ermöglicht. Ein höheres technologisches Bruttosozialprodukt als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Was passiert jetzt aber, wenn dieses soziale Kapital nicht genutzt werden kann, weil wir klassische Geschäftsmodelle versuchen zu übertragen, ja, die vielleicht unpassend sind? Schönes Beispiel hier. Es gibt diese wunderbare Untersuchung von Manero et al. 2011. Da haben die mal geschaut, wie sind denn so die Aktivitäten in den unterschiedlichen Projekten mit den unterschiedlichen Modellen, auch Finanzierungsmodellen. Hier in Rot GVSIG, das ist nicht GVSIG CE, nicht zu verwechseln mit dem Projekt, in dem ich auch aktiv bin. Das ist sozusagen das Vorgängerprojekt. Und das ist sehr großzügig mit Fördermitteln ausgestattet worden damals. Man hat sich damit gebrüstet, jetzt ein neues Geschäftsmodell auch entwickelt zu haben, ein langfristiges Finanzierungsmodell, viel besser als alles, was es vorher gab bei Open Source. Und hier ist das Resultat über mehrere Jahre betrachtet. Ein klassischer Zyklus, ja, von Investitionen werden, ja, ein Aufschwung, unglaublich schnelle Entwicklung. Und schwupps, weg sind wir. Also einmal geboren, einmal aufgewachsen, einmal wieder gestorben. Ja? Man betrachte das mal im Vergleich der QGIS, die kleiner angefangen haben, sich nicht so schnell entwickeln, aber ein viel stetigeres Modell haben, was viel langfristiger tragfähig ist. Hier einfach mal so als Amüsement die Arbeitszeiten der GVSIG-Programmierer. Samstags und Sonntags passiert hier nichts. Das kann kein echtes Open-Source-Projekt sein. Vollkommen unmöglich. Ja? Ja, und vergleiche das mal wieder mit QGIS zum Beispiel. Ja? Okay, jetzt habe ich mir hier einfach mal 13 Foskis-Desktop-Projekte rausgenommen. Denn ich habe so das Gefühl, da passiert auch noch ein bisschen mehr im Moment im Hintergrund, dessen wir mal irgendwie uns bewusst sein müssen. Und habe einfach mal geguckt, wie umfangreich das ist. Es ist natürlich heikel, Codezeilen zu zählen. Es ist immer ein bisschen schwer, die Entscheidung, was zählt jetzt eigentlich als Code, was ist Kommentar, was machen wir mit den Plugins und so. Also bitte jetzt nicht so sehr auf die absoluten Zahlen achten, sondern nur auf die Proportionen. Ja, das ist das Wichtige dabei. Und jetzt schauen wir uns das mal grafisch an. Das ist nämlich hier ein sehr typisches Bild. Und zwar ist das ein Bild, was man sehr häufig findet, diese sogenannten Rangfolgen und Ranggrößenregel, das gibt's auch in der Humangeografie. Wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die 100 reichsten Menschen eines Landes oder so sich anschaut, merkt man eben auch, dass nicht der Reichste irgendwie 10 Milliarden hat und der nächstreichste 9,5 oder so, sondern der Reichste hat 10 Milliarden und der nächste dann erst, der hat dann eben 5 oder so. Es gibt also Größenordnungen dabei. Und das sieht man auch bei diesen GIS-Projekten. Es gibt so richtige Kategorien, ja. Also die beiden Platzhirsche hier, auf jeden Fall GVSIG. Und QGIS ist hier ein bisschen zu klein. Da ist noch mehr Code drin, weil es eine sehr große Basis an Plugins hat, die ich hier nicht erfassen konnte. Also ich denke, die beiden sind mindestens in derselben Größenordnung mittlerweile, wenn nicht inzwischen QGIS sowieso schon größer ist.
Auf jeden Fall wird QGIS aber GV6CE verdrängen als größtes GIS-Projekt in naher Zukunft, da bin ich mir ziemlich sicher. So, und jetzt schaut man sich mal an, der Abfall zur nächsten Gruppe. Ups, GrassGIS ist hier noch so ein bisschen so in der Mitte dazwischen, aber dann haben wir eine ziemlich homogene Gruppe, die etwa in derselben Größenordnung ist, und dann noch so eine kleine Gruppe, also so eine richtige hierarchische Ordnung. Das heißt, es ist ein ganz typisches Beispiel für ein System, was eine gewisse Reife erreicht hat. Wir sehen jetzt Anzeichen von Hierarchisierung zwischen den Projekten. Und das hat ein grundsätzliches Problem, denn größere Projekte zeigen strukturelle Unterschiede zu kleineren. Und was eigentlich das Entscheidende für mich ist Folgendes. In einer idealen Open-Source-Welt dürfte es solche Hierarchien gar nicht geben, weil wir ja durch diesen direkten Code-Austausch eigentlich so eine Art großen Gleichmacher haben. Jeder, der viel erreicht, da kann jemand anders kommen und sagen, das nehme ich auch. Kopiert sich das, baut das in die Software ein. Aber in der realen Welt müssen wir natürlich für den Programmieraufwand bezahlen. Das heißt, es geht doch wieder um Geld, es geht um Investitionen. Und hier ist bei so einer Hierarchisierung eben das Problem, dass große Projekte Investoren anziehen, dadurch noch größer werden und noch mehr Investoren anziehen. Das heißt, sehr kleine Projekte haben kaum eine Chance, aus ihrer Größenordnung nach oben jemals auszubrechen. Die Verhältnisse, wie wir sie hier sehen, wir können davon ausgehen, dass sie ziemlich zementiert sind. Das wird wahrscheinlich so bleiben im Großen und Ganzen. Ja? Das heißt, die größeren Projekte haben meiner Meinung nach schon eine gewisse Verantwortung, die Diversität, die wir haben und die unsere eigentliche Stärke ist, auch ein bisschen zu schützen. Ja? Okay, ich gebe jetzt hier mir mal gleich nochmal als letztes Beispiel einfach einen Ausschnitt aus der E-Mail-Liste des Linux-Kernels, damit jeder mal sieht, wie sich die Strukturen und der Umgangston in einem sehr großen Projekt, das sind 15 Millionen Zeilen Quellcode im Linux-Kernel, ändern kann. Ich hoffe, sowas wird bei uns in FOSGIS niemals passieren. Es ist völlig klar, wenn ein Projekt sehr, sehr groß ist, werden die einzelnen Mitarbeiter eher ersetzbar, außer den Platzhirschen, die ganz oben stehen. Und das ist dann das Resultat, wie sich in der sozialen Interaktion darstellt. Es ist erschreckend einfach, in großen Open-Source-Projekten Beispiele für sowas zu finden. Gott sei Dank sind wir noch nicht an dem Punkt, aber ich bitte darum, das vielleicht im Hinterkopf zu behalten. Okay. Dann komme ich auch schon zur Schlussbetrachtung. Also, mein Thema, was sich hier so durchgezogen hat, war im Prinzip das Gegensatzpaar quelloffen versus proprietär verhält sich wie kurzfristig versus langfristig. Ja? Der Nutzen proprietärer Technologie ist für die Community langfristig sehr begrenzt. Das Risiko der Unterminierung von FOSS-Prinzipien und Stärken besteht aber immer. Ja? Technologische Diversität ist schützenswert. Ja, bitte. Größere Projekte haben also eine besondere Verantwortung gegenüber kleineren. Und ich will jetzt hier keine Fingerzeige machen und sowas. Aber man merkt das inzwischen in der Entwicklerszene, dass sich Unmut über dieses Problem breit macht zwischen unterschiedlichen GIS-Projekten. Ja? Sollte das so weitergehen, werde ich nächstes Jahr vielleicht mal konkrete Namen nennen. Prinzipien, die FOSS stark gemacht haben, ja, dürfen nicht technologischem Pragmatismus geopfert werden. Danke.